So, und damit herzlich willkommen wieder hier zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator im Mecha-Projekt. Und diesmal ist wieder dabei das Tinochen. Ja, hi Leute, grüßt euch. Der Frauenarzt. Moin. Der Güden. Hallo. Der Steven. Sven, so rum. Hallo. Der Dennis. Das bin ich. Und dann sind wir auch schon durch. Und hier kommt auch wieder der Tino angebraust, natürlich über den Huckel. Ja, bei dir, ja muss man einen großen bei dir muss man einen großen Bogen fahren. Naja, nee, wegen dir bin ich jetzt gegen die Auswand geprallt. Also, ja, falls einer nochmal dann jetzt die Frontladergabel suchen sollte, die steht an der BGA neben dem Benzinfass. Und was macht die da? Die habe ich da hingelegt, weil die... Weil da so viele Paletten rumstehen? Die stört. Ja. Nein, die stört hier. So, und liebe Freunde, wir sind kreditfrei und haben 610.000 auf dem Konto. Endlich mal wieder ein paar Lappen. Ich denke mal, der Achim, ein Zuschauer auf meinem Kanal, Grüße erstmal an dich, Achim. Da wird sich freuen, wie ein kleines Kind, dass wir jetzt die ganzen Lappen haben und jetzt kaufen wir so einen Scheiß wie Kartoffelanseher. Ja, naja, egal. Also, ja, wir, die Erntemaschine müssen wir ja kaufen, ne? Auch. Sind die Kartoffelleger schon gekauft? Die Leger sind doch schon gekauft, ne, oder? Na, ich hab nichts gekauft. Ich hol da mal ihn ab, wa? Da würde ich sagen, schnappen wir uns direkt mal ein und fangen auf Feld 9 an zu sehen, dass wir auch schön kurze Wege haben und ein kleines Feld für den Anfang. Ja. Feld 9. Ja. Feld 9 ist ein kleines Feld für den Anfang. Okay. Ja, aber wir könnten ja Feld 10 und 11. Wir können ja Feld 10 und 11 Kartoffeln legen. Also ich bin erstmal dafür, dass wir auf 10, 11 kann man schon. Dass wir auf 5 und 6 und 16 anfangen. Nee, 5 und 6, das lohnt sich echt nicht mit Vollernte. Nee. Da bist du ja mehr am Lenken wie am... 16 wäre okay. Ist knapp, aber wäre okay. Wir können 16 und 14 machen oder sowas auch. Jetzt. Das würde auch gehen. Habt ihr schon gekauft oder soll ich jetzt kaufen? Guck in den Besitz. Ja, im Moment haben wir gar nichts hier stehen. Ich habe noch nichts gekauft. Dann kaufe ich jetzt. Dann kauf ich. Ich bräuchte einmal bitte Benzin. Oh, ist das. Wir haben doch eh einen Güllefass. Güllefass, ja. Unglaublich, dieser Typ. Kannst du Gülle tanken? Meinst du? Ja, kann möglich sein. Diesel ist doch eh immer Gülle. Ja, wir haben noch den Gülle. Ja, ich bin schon unterwegs. Boah, wir sind jetzt 16, 18 reich unterwegs. Ich bin schon unterwegs mit den Benzin. Steht oben noch irgendwas zum Abholen? Okay. Nee, du kannst... Achso, beim Händler meinst du jetzt? Ich weiß nicht, da stehen zwei Kartoffelsämaschinen. Also jeder kann sich eigentlich mal eine schnappen, ne? So, eine habe ich schon. Nur leider wurde das Dieselfass hier komplett eingebaut. Von Sämaschinen und Grubbern. Ich bin unterwegs. Ich muss selber freiräumen. Ah, ich glaube, Starthilfe geht da auch nicht mehr. Nee, du. Also Leute, rechtzeitig tanken. So, welche Felder sind hier jetzt gegrubbert? Wo können wir denn... Hast du zufällig ein Gartenschlauch dabei, dann könnten wir eben umtanken. Ja, Marsch! Ich würde fast sagen, wir machen einfach wirklich ein Feld und dann Feld 9. Weil das ist das Einzige, was im Moment gegrubbert ist und wir müssen vorm Kartoffeln ja grubbern. Aber ja, dann stimmt. Mit einem Vollernter, na herzlichen Glückwunsch. Ja, bis dahin haben wir dann bestimmt noch zwei. Ja, wie habt ihr? Wir können uns ja mal ein bisschen Zeit lassen. Wir sind also schon wieder pleite und ihr habt nur einen Vollernter dafür gekriegt? Ja, was kostet denn der? Ja, 400. 400.000. Ja, ne, 475, oder? Aufgerundet sind es 500.000. Ui. Ui, ich dachte, der lag irgendwie bei 300 oder so. Nee, hätte ich 10 von gekauft. Da hätten wir aber auf ein Angebot warten sollen, wa? Pass auf, in einer Stunde kommt das Benzin. Angebot Grimme Geräte zum Heimpreis. Wahrscheinlich. Siehst du das also Gelbe machen wir jetzt, welches Feld wollen wir jetzt machen? Aber siehst du das Gelbe hinten an meinem Traktor? Aber ansonsten ist ja eigentlich alles easy. Aber ihr könntet mal einen von der Klaps anrufen, denn hier läuft so ein kompletter Vollidiot mit einem Dieselanhänger rum und fährt da wie so eine gesenkte Wilze rum. Nein, Randy, du siehst doch den gelben Anhänger hinten dran, ne? Das ist doch der Dieselanhänger. Ich sehe dein Glied, also gibt Gas. Das ist die Macht. Und du sagst jetzt bitte, lieber Tino, tank mich auf. Bitte, lieber Tino, du Vollspacko vor den Herrn, tank mich auf. Nein, das haben wir nicht gesagt. Sag bitte, lieber Saft, Tino, tank mich auf. Ja, lutsch mir ihn, es gibt das scheiß Ding her. Nein, lieber Tino, tank mich auf. Guck mal, was ich kann. Ich kann dir den hier vorne hinstellen und du kommst nicht hin. Oh, gruselig. So,
Und er ist selber noch so grenzstabil und haut das Fass mit ab, weil er es nicht hinkriegt. Sag bitte lieber Tino, tag mich auf. Du kannst mich mal. War ja auch noch ein paar Runden. Ja, welches Feld sollen wir jetzt machen? Du, ich hab doch mit am wenigsten. Ja, Probleme. Mach doch erstmal die 16. Die ist am nächsten am Hof. Welches? 16. Grubbern ja, da muss dann erstmal gegrubbert werden, ja, bevor wir das sehen. Ja, dann schnell und dann. Zack, zack, hier jetzt. Na, hier dein Tank, Randy. Mal ein bisschen Zucht und Ordnung hier reinbringen. Mal ein bisschen Disziplin, Jungs. So, kannst tanken, wenn du willst. Jetzt mich juckt das? Mir ist das scheißegal. Meine Zuschauer kommen dann auf deinen Kanal und machen Terror. Mir ist das sowas niemals von relativ fortzugehen. Deine Zuschauer sind lieb. Die tun mich. Rennys Zuschauer sind ganz, ganz lieb. Die würden nie Terror bei mir machen. Ja, hat auch probiert er noch was zu retten. Der Tank ist leer und du kannst nicht fahren, aber der Motor läuft. Ja, ja, das ist geil. Das ist geile Giants Engine. Das ist das geil. So. Das ist das Schöne. Kannst jetzt tanken? Ja. Das siehst du doch. So, den Rest kannst du an der Tankstelle holen. Jetzt Meter vor der Tankstelle leer. Ich muss nämlich arbeiten. Ei, das lassen wir aber. Na, Freundchen. Er wird darauf hinauslaufen, dass ein Meter vor der Tankstelle leer ist, glaube ich. Ich habe ja Explosionsstoff hinten dran. Ja, mit dem du gerade Inrad gefahren bist, du Hund. Da hättest du lieber Tino, bitte gesagt. Das würde mir nicht mal am Traum einfallen. Ach, das machst du auch schon noch, keine Angst. So. Verdammt. Wer würden sich hinknien bei der Gamescom und wird sagen, hallo, ein König. Du oder ich? Du Scheiße! Sorry, jetzt muss ich mich kurz vollsehen verlachen. Mein König! Randy, lass dir einen großen Balkon bauen, dass du zum Volke sprechen kannst. Du, ich hab ein Riesending draußen. Ja, ich habe auch ein Riesending, aber nicht draußen. Nee. Oh mein Gott, ey. Randy will dann zum Volke sprechen. Fenster auf und das raushängen. So, welches Feld wird jetzt angesehen? Sven. Mit Kartoffeln? 16 auf jeden Fall. Erstmal müsst ihr erstmal grobern, bevor wir ansehen. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Jetzt haben wir, in der ersten Folge haben wir dir ja so ein paar Fragen gestellt. Und, also, dass du so ein bisschen was über dich erzählt. Hast du denn eigentlich nochmal Fragen an uns, dass du irgendwas über uns mal wissen willst? Genau. Was du bisher noch nicht gewusst hast. Genau. Ehe die hier weiter Quatsch machen und nur Blödsinn machen, die Penner da. Die Penner, die. Ja, eigentlich im Moment nicht, weil... Wunschlos zufrieden. Du freust dich einfach nur. Ich freue mich einfach nur, ja. Was wir für ein bekloppter Haufen sind, oder? Ja, ja. Lauter Psychopathen hier. Aber das sind wir. Was heißt bekloppt? Also, es macht Spaß, euch zuzugucken bei dem Projekt. Das okay. Ist wichtig. Das ist gut. Das muss sein. Doc, kannst du, oder Guten, wenn du gruberst, irgendeiner, der grubert, kann dir Vorgewände fahren, weil der Sven gleich entgegenkommt auf der Spur. Also ich bin noch am Düngen hier auf Feld 14. Ja, ich grubber gerade, aber warte mal, wer steht denn da gerade entgegen? Spur. Ja, der Sven da. Ach so. Sven, dann müsstest du mal noch eine Spur nach rechts. Oder kannst du schon mal andersrum fahren, also die andere oder Kante so, lang? Ja. Genau, also die andere Seite. So, es kann schon da jetzt mal noch jemand... Wo der nachher herfährt, ist auch nicht gut, dann machst du die ganze Straße dreckig. Es kann... Oh. Es kann sich schon mal noch jemand hier hochbegeben zu Feld 16. Hier steht nämlich noch eine Kartoffellegemaschine. Mit einem Händler oder was? Traktor, Feld 16. Habe ich gesagt zum Händler oder habe ich gesagt zum Feld 16? Meine Mann, Jungs! Nimm doch mal einen Ring raus, du. Ich sag mir Puller und Mund, Junge. Sowieso jede Woche immer. Das mache ich ein Fleischlolli. Ah, auf jeden Fall. Unmöglich, diese Kerle. Unmöglich, da. Naja, was ist denn hier? Warum der Randy immer rumstänkert. Ja, du stänkerst doch immer rum. Wer nimmt mir jeden Tag mein Daddy weg? Du oder ich? Feld 16 müsste dann auch noch gedüngt werden. Ja, du bist urstockschwul, du. Feld 16 müsste noch gedüngt werden. Warum haben wir das Projekt eigentlich Megaprojekt genannt und nicht YouTuber-Kindergarten? Musst du gerade sagen. Weil wir da noch nicht wussten, dass Randy und Tino, dass das solche Kindsköpfe sind. Und ich ab und zu auch mal dabei bin. Ja, gut, du bist ja noch der Erwachsenste hier von allen. Das hat man damals mit dem Thema gemerkt, was da eingeschlagen hat. Ja, erwachsen. Ja, da war ich ja nicht dabei. Das kann ich ja nicht sagen. Ja. Oder war ich dabei?
Ja, komm jetzt, aber den letzten Part, den wollen wir mal noch ein bisschen ordentlich über die Bühne bringen. Wieso letzten Part? Wir sind gerade noch beim dritten. Achso, nehmen wir noch einen auf? Ja. Na, Lego? Donnerstag 4, Sonntag 3. Ich habe Sonntag 4 gemacht. Ich habe auch Sonntag 4 gemacht. Ich mache jetzt immer 4. Ja, dann machst du halt 4. Dann hätte ich ja bis... Dann ist das ja... Das ist ja jetzt schon der... Ist doch egal. Warte mal, was ist denn das für ein Part? Überleg mal. Ein lustiger Part. Vom Megaprojekt. Das ist Montag. Montag, liebe Freunde, ja. Ey, was gibt's denn Besseres, von der Arbeit heimzukommen? Montag, alles ist scheiße, alles ist grau, alles ist düster. Arbeit war sowieso wieder kacke und Montag konntest du sowieso... Erzähl doch nicht so Mist, das ist immer geil zu Arbeit. Dann gibt's wieder Kindergarten. Na, und dann macht man hier das Projekt an und da sind so ein paar Vollspaß-YouTubers und haben so gute Laune. YouTuber. Ja, dann gibt's wieder... YouTubers. YouTubers mit Z. YouTubers ist das Plural von YouTube. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich find's immer cool, montags zur Arbeit. Boah, Wochenende ist immer scheiße. Boah, Montag ist so richtig klar. Mies. Montag ist einfach schlafen, die ist so bis Montag ist mies, definitiv. Nee. Du musst also, das so also sehen, wenn Montag schlafen wäre. Weil donnerstags geht immer alles kaputt. Ah, Dienstag finde ich eigentlich auch brutal. Weil dann ist man wach, dann kriegt man das Elend nach Montag endlich wieder mit. Ja, nur... Bei dem passiert es selber. Der hat eine Lache, oder? Das ist einfach nur... Den kannst du nur in die Mülltonne kloppen, ja. Man könnte es ja eigentlich mal zur Challenge machen, den zum Lachen zu bringen. Junge, back dir ein Brötchen. Wenn er einmal anfängt, hört er auch nicht wieder auf. Nee. Gut, dann Frage, dann eine Frage an dich. Was ist grün und liegt im Wald? Ein rotes Damenrad. Ja, da war gut. Ja, ich weiß. Ja. Der war schon unterirdisch. Muss aufpassen, dass der Boden nicht unter dir einsteigt. Was ist braun und schwimmt im Meer? Kein Pferd. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Du. Ein Bagger. Und warum? Weil er nur einen Arm hat. Was ist rot und tobt durch den Garten? Ein Rambodieschen. Wenn wir schon mal dabei sind, was hat zwei Beine und kann fliegen? Deine Mutter? Oh, deine Mutter? Na, die nicht. Die checkt nur Finanzen. Und telefoniert. So, wenn ich aufnehme. Guten packt schon wieder zusammen hier, der ist schon wieder fertig. Du hast doch eine Bahn, guten. Ja, der Junge, damit wir uns da nicht ins Gehege kriegen, dachte ich mir, machen wir mal fettig. Fettig? Fettig? So, da muss ich mal hier kurz auf den Spanner. Kennst du denn auch den Heddig? Was, ja. Heddig? Den Heddig. Mensch. Ja, Mensch. Den hätte ich mal, Mensch. Von und zu hätte ich mal. Man merkt schon wieder richtig, dass du mit Kadett aufnimmst. Ja, irgendwie sehr selten. Ist Kadett wieder aktiver jetzt? Ja, so einmal im Monat kommt er schon mal so für eine Dreiviertelstunde. Cool. Ja, sag mal, 1-Minuten-Parts, hast du 45 Parts? Reicht dann nicht für den Monat, ne? Obwohl eigentlich nicht. Auch nicht schlecht. Also Begrüßung, also Anmoderation, dann wieder Abmoderation, fertig. Ja. Den Guten anmoderiert auf jeden Fall. Akut moderiert gut ab. Tschüss. Ja, so muss das sein. Wenn die schon mit der traurigen Nachricht leben müssen, dass jetzt vorbei ist, dann so wäre zumindest kurz und schmerzlos. Dann sagst du, machst du da wirklich, legst es nicht auf die lange Bank. Ne. Genau. Dann lässt du keine Emotionen walten. Dann lass ich mal guten sein. Lässt du mal guten sein und produzierst nicht noch die Zuschauer. Genau. Ja, naja, es ist auch nicht, ist ja auch scheiße. Bevor man lang rumlaminiert, sage ich mal, kann man auch die Emotionen. Lieber sofort den Papierschredder. Ja. So, schönes Ding, du, Mensch. Oder und jetzt? Papierschredder in Meister. So, die 14 ist fertig gedüngt. Die 16 kann gleich gedüngt werden, weil das säen wir an. Ja, das werde ich dann als nächstes tun. Und da muss das nächste Feld auch gleich schon gegrubbert werden am besten. Grubbern, ja, was machst denn du, Dennis? Ich bin jetzt... Warte. Jetzt mit Düngen. Kinder, noch kann ich da sowas machen. Noch kostet das kein Geld. Auf der neuen Map würde das jetzt richtig teuer werden. Oh Mann, ist auch nichts Schlimmes. Oh, das wird sich auf jeden Fall dezent in die Länge ziehen.
Dann auch immer noch einen Meter vor, ja. Ich freu mich schon auf so eine Situation, wie wir haben endlich mal wieder so richtig ein paar Tonnen im Silo zusammengespart. Große Nachfrage, wir wollen verkaufen und irgendjemand fährt einen LKW gegen die Wand und das ganze Geld ist sofort wieder weg. Da gibt es keine LKWs, da gibt es nur Traktoren, die nicht schneller wie 20 fahren. Ja, da gibt es wahrscheinlich nur die Trampeltrecker am besten. Gegrubbert werden, wo soll noch Kartoffeln? Feld 14 kann noch gegrubbert werden. Ja, das genau. Fällt mir gerade mal ein, der wäre doch auch geil, wenn man hier für einen Landwirtschaftssimulator einen Trampeltrecker hätte. Gut, ich komme jetzt auf der Spur hoch, ne? Übrigens nochmal so. Bobbycar, also, genau. Wir kriegen alle nur Bobbycars. Wir könnten jetzt schön im Kreis fahren, alle. Oder Profi-Hopper, da ist die Reparatur schon wieder so teuer, wenn du da vorne Mehrwerk kaputt fährst. Ja. So. Oder ein bisschen Wasser am Licht, schwulen Kartoffeln, ey, ich glaub's nicht. Ey, das ist doch geil. Ich geb dir schwule Kartoffel, du, aber anal. What the fuck? Aber das sind Erdäpfel. Aber nur die roten. Erdäpfel. Die süßen. Die süßen. Wo sieht das denn aus wie Apfel? Weiß eigentlich einer von euch, zufälligerweise, wie viele Kartoffelsorten es gibt? 7, keine Ahnung. Also, ich mache eine Wette bestimmt über 50. Also, ich wette, dass es über 3000 sind. Dann bleib ich bei 17. Nee. Ich habe nicht gegoogelt, aber... Er ist Kartoffelfachverkäufer. Irgendwo habe ich meine Dokumentation gesehen über die irgendwelche Anden-Indianer oder sowas. Die haben über 3000 Kartoffelsorten, haben die da. Mhm. Also würde ich sagen, so 17 ungefähr. Boah, irgendwie gefällt mir die Legemaschine. Ist cool. So, ist nice. Hast du denn die 6-Reihe oder die 4-Reihe? Die 6-Reihe. Ja, ich finde die 4-Reihe besser, ist mit Ausheben und sowas schöner. Ja. Deswegen habe ich mir die auch gekauft bei mir im Let's Play, habe mir einfach 2 davon gegönnt. Ja, wir haben ja auch nur 3. Ja. Was hat die jetzt gekostet? 33. Oder 34, okay. Irgendwie sowas. Aber damit fällt 14, leck mich am Arsch. Ja, komm, mit 3 Stück. Deswegen habe ich auch gesagt, erstmal schön fällt 9 zum Anfang. Fällt 16 schon gut zu tun mit 3 Stück. Ja, das ist doch auch in einem Part fertig mit 3 Leuten. Und also fällt 14 3 Parts. Ja. Ja, apropos 3 Parts, ne, Freunde? Ja, wir können den ja eigentlich abmutterieren. Eigentlich und uneigentlich können wir es auch tun. Ich hab da wegen mal wieder Luft geholt. So, also, dann sehen wir uns ja dementsprechend im nächsten wieder, wenn euch der Part gefallen hat. Und dann lasst eine positive Wertung vor meines Däumchens. Ihr wisst Bescheid. Und ja, dann bis morgen. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.